Der Abgeordnete Tarkis Mehmet Ali hat uns verraten, womit er die Zeit in den Parlamentsferien verbracht hat. Ich habe die Sommerpause dazu genutzt, das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes, mir genauer anzugucken und habe einfach mal alle 16 Ligen der freien Wohlfahrtspflege besucht, samt Interessenvertretungen und auch Gespräche mit einzelnen Sozialdezernenten gemacht, wie die Umsetzung vor Ort funktioniert. Und ich sage Ihnen eins, das ist alles nur schlimm. Alles nur einfach schlimm. Es gibt natürlich auch gute Projekte, es gibt auch gute Umsetzungsschritte. Grundsätzlich erstmal, dass die Menschen mit Behinderung endlich mal einen Rechtsanspruch haben, etwas zu bekommen. Dass sie sagen können, hey, ich habe da einen bestimmten Paragraphen, darauf kann ich klagen. Oder da ist mein Recht, ich krieg's nicht. Erstmal gut, aber die Auslegung, die Interpretation dieser Normen, das lässt teilweise wirklich alle Fantasien aufblühen, die man dann so auch seitens der Verwaltung hat. Und das hat mich sehr, sehr erschreckt. Und was mich auch ein bisschen erschreckt, ist einfach der Umgang. Viele Werkstattleiter, viele Menschen, die Werkstätte führen, begreifen schon, hatte ich das Gefühl gehabt, dass auch in ihrer Werkstatt endlich mal was geändert werden muss. Aber das Krasse ist jetzt, naja, auch so grundsätzlich, das BTHG oder auf Landesebene die Umsetzung, die packen halt die Werkstätten überhaupt nicht an, weil sie sagen, naja, die Werkstätten, die waren ja schon gut ausgestattet, lass uns jetzt erstmal die besonderen Wohnformen, den Wohnbereich, die Tagesförderstätte anpacken. So, Werkstatt war in den wenigsten Gesprächen ein großes Thema gewesen. Ja, und ganz unabhängig mal davon, auch mal darüber nachzudenken, wie kann denn der nächste Schritt aussehen für einen Menschen, der nicht in einer Werkstatt arbeiten will und aktuell dort arbeitet, sehr, sehr schwierig. Und die Werkstätten funktionieren wirklich sehr unterschiedlich. Also ob sie beispielsweise im ländlichen Raum sind, dann agieren sie anders, oder ob sie mitten in einem Industriegebiet sind, da ist auf einmal von den anderen Unternehmen, die dort auch angesiedelt sind, die Nähe anders. Ja, ich habe eine Werkstatt erlebt, die bieten beispielsweise die Mensa an für die anderen Industrieunternehmen, die um die Ecke sind. Ja, das funktioniert halt super, aber läuft halt unter dem Dach der Werkstatt, wo ich denke, das muss doch eigentlich nicht unter dem Dach der Werkstatt laufen. Ja, und es gibt dafür andere Zuschüsse, was man mit Personalkosten entgegenrechnen könnte, damit das Essen trotzdem etwas günstiger ist und so weiter. Und da sind die Leute noch wenig innovativ unterwegs. Also ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Einsatz und auch neues Denken, das könnte die Werkstätten viel weiter voranbringen. Könnte man dann die Werkstätten zu diesem neuen Denken bewegen? Es ist ja so, dass, ich sage es immer dann in dem Fall, leider sind die Länder dafür verantwortlich. Die Werkstätten laufen ja über diese Rahmenverträge im SGB 9 ab. Und die sind schon nicht sehr innovativ. Ja. Also da wird ganz wenig gefördert, dass der Mensch mit Behinderung aus der Werkstatt rauskommt, neue Chancen ermöglicht wird. Ja. Ich kann das aus der ehemaligen Sicht, aus Betreuungssicht so ein bisschen verstehen, weil ich habe das sogar irgendwo noch letztens gelesen. Naja, es gibt ja dann die Leistungsstarken. Die will man ja nicht loswerden, weil die verdienen weniger Geld und arbeiten halt die Aufträge ab. Wir haben überhaupt keine Anreize bei den Werkstätten zu sagen, hey, gerade der hat doch Potenzial, auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen oder in anderen Unternehmen zu arbeiten, weil eben diese Rahmenverträge, die über die Länder laufen, sowas nicht regeln. Ja? Ich erhoffe mir wirklich jetzt durch die Ausgleichsabgabe, dass wir nicht nur sagen, wir bestrafen die Unternehmen, die nicht Menschen mit Behinderung einstellen, indem sie mehr bezahlen, sondern dass wir auf der anderen Seite genauer gucken, was passiert mit dem Geld. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihnen schon mal gesagt habe, ich habe hier in Baden-Württemberg wirklich die Perversion beispielsweise, dass diese Mittel aus der Ausgleichsabgabe für den Bau von Wohnheimen verwendet werden. Ganz schlau gelöst in Baden-Württemberg, das Sozialministerium. Wissen Sie, was Sie bei den Förderbescheiden oben schreiben? Wirklich festhalten. Wohnheim für Werkstattbeschäftigte. Okay, genau. Genau das denke ich mir auch. Ich habe ja solch einen Bescheid selber gesehen bei mir in der Einrichtung. Das müssen wir verbieten. Das Geld muss für andere Förderungen eingesetzt werden, damit die Menschen auch die Chance bekommen, vermittelt zu werden. Und ich will auch nicht mehr dieses Argument hören, ja, der Schutzraum Werkstatt ist dann weg.
Die Frage ist doch zu stellen, warum ist der erste Arbeitsmarkt nicht ein Schutzraum für Menschen mit Behinderung? Das ist doch das Problem. Ja, und nicht zu sagen, naja, da haben die keinen Schutzraum. Ja, da kriege ich schon die Krise eigentlich, obwohl ich aus der Werkstatt komme, aus dem Bereich, ja, und trotzdem der Meinung bin, ja, die Werkstatt wird eine Funktion weiter erfüllen müssen, weil es immer Menschen geben wird, wo wir jetzt nicht schaffen werden, weil ich denke an die geistig behinderten Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, da wird die Integration schwieriger sein, aber nicht unmöglich. Da werde ich diese Übergangslösung mit den Werkstätten versuchen, sie in der Werkstatt überhaupt zum Arbeiten bewegen zu können, dass sie auch konzentrierter dran sein können, dass sie ihre Betreuung auch haben in Krisensituationen. Aber es fängt bei den Leuten, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auf dem ersten Arbeitsmarkt an, mal drüber nachzudenken, hey, wenn jemand gerade eine Krise bekommt oder anders ist, ich muss nicht 10 Minuten lang hingucken. Das muss halt aufhören. Ja? Das sind an solchen Dingen, an die wir arbeiten müssen. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gibt es noch viel zu tun. Nach einer Veranstaltung Perspektiven und Wege für die Werkstätten der Zukunft betont der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel, dass sich Werkstätten weiter verändern müssen und dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen, wenn sie das wollen. Und dass es wichtig ist, dass man nicht über die Menschen spricht in den Werkstätten und über deren Ideen, sondern dass man mit denen spricht. Also dieser Satz, nichts über uns ohne uns, ist für mich wirklich zentral und der gilt natürlich auch, wenn es um Veränderungsprozesse in den Werkstätten geht. Anders ausgedrückt, man muss mit den Leuten sprechen, weil die sind die Expertinnen und Experten in eigener Sache, die können besser entscheiden und auch besser formulieren, was sie wirklich wollen. Und es stört mich so ein bisschen, dass alle Menschen drumherum so eine gute Idee haben und meinen jetzt genau zu wissen, was wichtig und richtig ist für die Werkstatt. Und die Stimmen derjenigen, die dort arbeiten jeden Tag, das sind immerhin 320.000 Menschen, die werden gar nicht so richtig gehört. Deswegen bin ich der SPD jetzt wirklich dankbar, dass sie diese Werkstatträtekonferenz gemacht hat, damit auch diese Stimme gehört wird. Das war's.